Herzlich willkommen zum MyClimate Cloud Talk Klimaschutz mit Strategie. MyClimate hat diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um gemeinsam mit erfahrenen ExpertInnen als auch Ihnen als TeilnehmerInnen in unterschiedliche Themen der nachhaltigen Wirtschaft einzutauchen. Und bevor wir damit starten, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Dominique Schmidt und ich werde Sie heute als Moderatorin durch diesen spannenden Austausch begleiten. Die Welt dreht sich immer weiter, während der IPCC-Bericht jährlich ihre fortschreitende Schädigung offenlegt. Und dennoch kommen immer noch viel zu wenige Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber unserem Planeten nach. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD-Pflicht, soll das ändern und nachhaltiges Wirtschaften als neuen Standard etablieren. Und um zu erfahren, welche Vorkenntnisse und Vorerfahrungen Sie zu dem Thema mitbringen, wollten wir im Vorfeld unter anderem von Ihnen wissen, ob Sie bereits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben. Und die Ergebnisse zeigen, dass tatsächlich mehr als die Hälfte von Ihnen damit bislang noch keine Berührungspunkte hatte, was nochmal unterstreicht, wie groß der Bedarf ist und die Notwendigkeit, genau diesbezüglich aufzuklären. Eine weitere Frage, die wir Ihnen gestellt haben, war, welche Herausforderungen Sie aktuell im Klimaschutz sehen. Ein Punkt war die Datensammlung. Auch darauf werden wir heute zu sprechen kommen. Eine weitere Herausforderung, die Sie genannt haben, war der Überblick trotz Komplexität, der wesentliche Kern unserer heutigen Veranstaltung für ein doch recht komplexes Thema, dieses möglichst gut runterzubrechen und Ihnen so viel hilfreiche Informationen und Tipps wie möglich mit auf den Weg zu geben. Ebenfalls genannt wurde von Ihnen als Herausforderung, die Vorgaben der CSRD zu erfüllen. Und genau damit schließt sich dann auch wieder der Kreis zu unserem heutigen Thema. Denn unter anderem möchten wir mit Ihnen heute besprechen, was die neue CSRD-Pflicht für Ihr Unternehmen bedeutet. Was sind für Sie die nächsten Schritte und auch die Frage, welche Anforderungen die neue CSRD an die bisherige Berichterstattung stellt. Zusätzlich möchten wir in der heutigen Veranstaltung auch einen Raum schaffen, um Fragen und Herausforderungen aus Ihrem ganz individuellen Praxisalltag zu klären. Nutzen Sie hierfür bitte den Chat als Kommunikationsmedium. Und damit kann ich auch schon direkt darauf hinweisen, dass ich dieses Tablet hier nicht nutzen werde, um meine Mails oder WhatsApp-Nachrichten zu checken, sondern lediglich dazu, um Ihre Fragen im Blick zu behalten. Und gegen Ende der Veranstaltung wird es dann nochmal ein Zeitfenster geben, wo ich mich bemühen werde, so viele dieser Fragen wie möglich an unsere beiden ExpertInnen weiterzuleiten. Und Stichwort ExpertInnen. Ich freue mich sehr, heute hier mit Harald Rettig, Bereichsleiter Corporate Partnerships bei MyClimate, als auch mit Lena Forschell, Senior Consultant bei P3 hier zu sein. Und weil man selbst immer noch am besten beschreiben kann, womit man sich eigentlich beschäftigt, würde ich gerne genau mit diesem Punkt starten. Wir befinden uns heute in den Räumlichkeiten des MyClimate Büros hier in Berlin. Und daher finde ich, gebührt als erstes dir, Harald, die Möglichkeit, ein paar Worte zu dir und MyClimate zu sagen. Ja, vielen Dank, Dominique. Dann erstmal willkommen an euch beide. Ich bin wirklich froh, euch hier zu haben, vor allem Lena, dich als ausgewiesene Expertin für das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht. Alleine schon das Wort impliziert, dass wir hier ein sehr sperriges Thema haben, aber ich weiß, dass du uns das sehr gut nahebringen wirst nachher. Und ist für uns auch jetzt als zwei Unternehmen aus einem Bereich die Möglichkeit aufzuzeigen, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein guter Teamsport ist, wo man sich sehr gut ergänzen kann und Fähigkeiten auch ergänzend einsetzen kann. Aber für die Zusehenden da draußen, die MyClimate noch nicht kennen, will ich MyClimate jetzt noch mal ganz kurz vorstellen als Einstieg. Wir sehen es als unsere Aufgabe, wirksamen Klimaschutz möglich zu machen, und zwar global wie auch lokal. Als gemeinnützige Klimaschutzorganisation wollen wir mit Beratungsangeboten, mit Bildungsangeboten und mit eigenen Klimaschutzprojekten gemeinsam mit Partnerinnen aus der Wirtschaft und auch mit Privatpersonen die Zukunft der Welt gestalten, wenn man das mal so in so große Worte packen darf. Aber darum geht es uns tatsächlich.
Das verfolgen wir mit einem starken Fokus auf Wirkung, auf Wirksamkeit, aber auch sehr marktorientiert. Also wir bewegen uns in einem Markt, der sich da im großen Zusammenhang Nachhaltigkeit nennt, und darauf konzentrieren wir uns auch. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, Klimaschutz in Unternehmen möglich zu machen und mit allen Herausforderungen als Partner für Unternehmen da zu sein, um Klimaschutz zu implementieren, denn die Herausforderungen sind dort nicht unerheblich. Dabei stellen wir eben auch fest, dass mehr und mehr, und das ist der positive Teil der Nachricht schon mal, mehr und mehr Unternehmen sich dem Thema widmen, also sich bewusst machen, dass es notwendig ist, nachhaltig zu agieren, die Verantwortung zu übernehmen und auch neue Wege zu gehen. Und wir stehen eben dann bereit, um geeignete Maßnahmen auf diesem Weg mit den Unternehmen zu entwickeln und durchzuführen. Ja, du hast es ja gerade selber schon erwähnt, dass euer Ziel bei MyClimate vor allen Dingen auch ist, das Thema Klimaschutz letztendlich und Nachhaltigkeit auch mehr in die Breite zu tragen. Und damit bietet diese Veranstaltung hier ja auch schon das perfekte Informationsportal dafür. Warum habt ihr aber darüber hinaus gerade das Thema CSRD-Pflicht für die heutige Veranstaltung gewählt? Nun, wir bewegen uns ja hauptsächlich im Bereich Klimaschutz, aber Klimaschutz kann generell nicht ohne den weiteren Bogen der Nachhaltigkeit betrachtet werden. Und deswegen haben wir uns auch auf den Weg gemacht und uns mit Partnerunternehmen zusammengetan, die diesen erweiterten Bogen dann auch spannen können. Und deswegen wollen wir heute eben vertieft auf dieses Thema eingehen. Wir stellen fest, dass unsere KundInnen da draußen oft noch uninformiert sind, wenn es um die Berichterstattungspflicht geht. Und wir stellen auch fest, dass aber beides ineinander greift, dass wir also dass unsere Arbeit fast naturgemäß dort endet, das dann auch in den Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen oder in einem Nachhaltigkeitsbericht dann nach außen zu tragen. Und dort sind durchaus Herausforderungen, denen wir uns auch stellen wollen und wo wir auch Hilfestellungen bieten wollen. Verstehe. Danke dir. Sehr gerne. Wie schon angekündigt, ist auch Lena Froschell heute mit dabei. Lena, magst du auch kurz beschreiben, welche Schwerpunktthemen ihr bei P3 abdeckt und welche Rolle dabei für euch die neue CSRD-Pflicht spielt? Ja, super gerne. Und dann auch erstmal danke, Harald, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin von der P3, einer unabhängigen und global agierenden Beratung. Wir sind an 26 Standorten auf 4 Kontinenten aktiv, mit über 1.000 BeraterInnen und unterstützen Unternehmen und Organisationen in ganz unterschiedlichsten Feldern. Ein Feld davon ist eben der Bereich Sustainability. Und auch hier gibt es wieder runtergebrochen viele Felder, wie zum Beispiel eine nachhaltige Lieferkette, Biodiversität, Zirkularität und eben auch ganz klar das Thema Berichtspflicht und Reporting. Und dort sehen wir auch, dass im letzten Jahr und auch vor allem in den letzten Monaten jetzt immer mehr das Thema CSRD einfach dominiert. Und alle Unternehmen, egal ob man noch gar nichts mit dem Thema zu tun hat oder man schon seit 7 Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, jedes Unternehmen steht da vor ganz individuellen Herausforderungen. Verstehe. Danke dir. Ja, ich würde gerne zunächst, um alle TeilnehmerInnen abzuholen, mit euch gemeinsam die grundlegendsten Aspekte der CSRD-Pflicht durchgehen, bevor wir dann näher auf die praktische Umsetzung und wie diese sich gestaltet zu sprechen kommen. Lena, die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung hat es ja auch schon vorher im Rahmen der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive, gegeben. Worin unterscheidet sich jetzt die CSRD zu der bisherigen Berichtspflicht? Was ist so neu daran? Genau, die Berichtspflicht ist an sich nicht neu. Das sieht man auch hier nochmal auf dem Übersichtspflicht. Die NFRD gibt es jetzt auch schon mehrere Jahre. Die wird aber jetzt obsolet werden. Das war das Vorläufermodell der CSRD und die löst die NFRD jetzt eben ab. Die CSRD weitet die Berichtspflicht enorm aus, und zwar gleich in mehreren Sinne. Zum einen müssen mehr Unternehmen künftig berichten. Unter die NFRD fielen 11.000 Unternehmen in ganz Europa.
Jetzt sind es dann bald 50.000 Unternehmen, also es verfünffacht sich fast. Wow. Und zudem ist die Breite der Daten, der Informationen, was berichtet werden muss, ist umfangreicher. Vor allem die Pflichtangaben sind jetzt umfangreicher. Und dann gibt es noch so ein paar andere Neuerungen, wie zum Beispiel, es gibt jetzt die Prüfpflicht über Dritte, über Wirtschaftsprüfergesellschaften durch die Limited Assurance. Es muss im Konzern- und Lagebericht mit verknüpft werden. Also es wird keine einzelnen Nachhaltigkeitsberichte mehr geben, sondern Unternehmen werden ihre finanziellen Kennzahlen gemeinsam mit dem nicht finanziellen veröffentlichen. Und ich glaube, die größte Neuerung ist im Bereich Vergleichbarkeit. Vor der CSRD konnten Unternehmen ganz frei wählen, welches Rahmenwerk sie für die Berichterstattung wählen. Am bekanntesten sind da, glaube ich, GRI oder auch der DNK. Jetzt ist es so, dass mit der CSRD ein eigener Berichtsstandard entwickelt wurde. Den sehen wir auch auf der nächsten Folie. Und zwar der ESRS, der European Sustainability Reporting Standard. Der ist jetzt vorgegeben, was zum einen natürlich eine tolle Hilfestellung ist. Da muss man sich nicht mehr überlegen, welchen Standard nimmt man. Andererseits ist er eben sehr komplex und sehr umfangreich und ja, stellt auch die Unternehmen vor Herausforderungen. Verstehe. Und du hast gerade erwähnt, dass ein wesentlicher Punkt unter anderem auch der Umstand ist, dass es deutlich mehr Unternehmen betrifft. Kannst du da noch mal konkreter werden und uns kurz erläutern, welche Unternehmen oder für welche Unternehmen die CSRD gelten wird und ab wann vor allen Dingen? Genau, die CSRD wird staffelartig eingeführt, sprich Unternehmen, die vielleicht sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, haben auch wesentlich mehr Zeit, bis sie dann tatsächlich unter die Direktive fallen. Die CSRD wurde ja im letzten Jahr von der EU bestimmt. Sie greift dann ab 2024 erstmal für NFRD-Unternehmen, sprich Unternehmen, die sowieso schon berichten mussten, müssen jetzt eben von NFRD zu CSRD umstellen. Diese müssen dann ihre Daten aus dem Jahr 2024 in einem Erstbericht 2025 veröffentlichen. Danach kommt eine relativ große Gruppe an Unternehmen, die davon noch nicht berichtspflichtig waren. Und zu den großen Unternehmen zählen Unternehmen, die mindestens 250 Mitarbeitende haben, die einen jährlichen Umsatz von 40 Millionen Euro und eine Bilanzsumme von 20 Millionen Euro haben. Dabei müssen allerdings nur zwei von diesen drei Kriterien zutreffen und dann ist man quasi schon in dieser zweiten Welle dabei. Wow. Die gilt dann ab 2025 für den ersten Bericht im Jahr 2026. Und danach folgen dann kleinere börsennotierte KMUs, davon ausgenommen sind Kleinstunternehmen, die dann ab dem Jahr 2027 für den Bericht 2028 verpflichtend sind. Also die haben jetzt wirklich noch gut Vorlaufzeit, sich darauf einzustellen. Und auch danach wird es ein paar nicht-europäische Unternehmen geben, die aber ein großes Umsatzvolumen hier in Europa haben durch eine Zweitniederlassung oder eine Tochtergesellschaft. Und die müssen dann ab 2028 berichten. Also es trifft wirklich ganz, ganz viele Unternehmen. Super. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass grundsätzlich die Unternehmen noch Zeit haben, bis die Direktive greift. Harald, warum glaubst du, sind Unternehmen nichtsdestotrotz gut beraten, wenn sie sich schon heute so gut wie es geht damit auseinandersetzen? Ja, wir haben ja schon gehört, dass es kommen nicht unerhebliche Aufgaben auf die Unternehmen zu. Es ist ratsam, zumindest mal vorbereitet zu sein. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Man muss viele Daten sammeln, um dieser Berichtspflicht nachkommen zu können. Ein Bereich davon ist die CO2-Bilanz, die ein Unternehmen aufstellen muss. Wer das bis heute noch nicht gemacht hat, ist dann verpflichtet dazu. Und in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen stellen wir fest, dass so eine CO2-Bilanz je nach Komplexität und Umfang des Unternehmens auch mal bis zu einem Jahr dauern kann. Das heißt also, man muss auch heute schon an den Start gehen, um wertvolle Zeit zu gewinnen, dass man dann, wenn man berichterstattungspflichtig wird, die notwendigen Unterlagen auch zur Hand hat oder die notwendigen Daten. Das Zweite ist, man braucht auch Ressourcen im Unternehmen. Also es müssen Menschen eine gewisse Arbeit machen, die sie bis heute noch nicht machen. Man kann sich entscheiden, ob man alles im Unternehmen behält, also die ganze Berichterstattung, oder ob man sich Beratung von außen dazu holt, wie zum Beispiel von P3 oder auch von MyClimate für
für die Strategie und für die CO2-Bilanz. Und wenn man jetzt nochmal die Zahlen sich hernimmt, dass dann 50.000 Unternehmen in Europa berichtserstattungspflichtig sind, dann heißt es auch, dass die Ressourcen auf der Beratungsseite auch wahrscheinlich dann begrenzt sein werden, wenn es eng wird. Und man muss auch noch bedenken, dass man, selbst wenn man jetzt noch nicht berichterstattungspflichtig ist, vielleicht mit Unternehmen zusammenarbeitet, die es bereits heute schon sind. Mhm. Und die müssen auch die indirekten Auswirkungen ihres Tuns berichten. Und die kommen dann eben auf Unternehmen zu und wollen dort eben genau die Daten abfragen, die sie dann für ihren Bericht brauchen. Ja, genau deshalb müssen sich wahrscheinlich auch Unternehmen, die überhaupt nicht unter diese neue Direktive fallen, trotzdem mehr oder weniger bis zu einem gewissen Grad damit auseinandersetzen, eben genau deswegen, dass die gesamte Wertschöpfungskette und auch Geschäftsbeziehungen mit eingeschlossen und mit berichtet werden müssen. Mhm. Ja, Harald, du hast ja jetzt schon ganz viele Punkte erwähnt. Na, allein schon den Aspekt Datensammlung, auch darauf werden wir später nochmal konkreter eingehen. Aber bist auch schon auf einzelne Herausforderungen eingegangen. Damit würde ich jetzt gerne den Bogen spannen zu der Frage, wie sich die praktische Umsetzung gestaltet. Angenommen, Lena, die neue CSRD-Pflicht betrifft auch mein Unternehmen. Was glaubst du, sollten für mich die nächsten sinnvollen Schritte sein, beziehungsweise gibt es vielleicht auch so eine, in Anführungszeichen, To-Do-Liste, an der ich mich als Unternehmen orientieren und entlanghangeln kann? Also eine pauschale Antwort ist da jetzt natürlich schwierig, weil jedes Unternehmen anders aufgestellt ist. Ich glaube auch, wie Harald, dass eins der wichtigsten Dinge ist, jetzt noch die Zeit nutzen. Deswegen gibt es diese Staffelung. Und selbst wenn man noch 2 Jahre hat bis zum ersten Bericht, diese 2 Jahre werden so schnell vorbeigehen. Und ich habe selten von Unternehmen gehört, die es dann problematisch fanden, wenn man dann doch ein bisschen früher fertig ist oder rechtzeitig fertig wird. Und grundsätzlich glaube ich aber, ist es so, es ist gut, die CSRD ist sehr komplex, auch was die Inhalte angeht. Ich glaube, es schadet nicht, egal ob man das jetzt komplett intern oder mit Hilfe von außen umsetzen wird, dass man sich mit dem Thema befasst, mit den Themen befasst. Es gibt ja auch mehr Pflichtangaben, zum Beispiel die Klimabilanz, aber auch Angaben zu den eigenen Mitarbeitenden, dass man einfach versteht, worum geht's und dass man sich dann auch direkt von dieser Theorie in die Praxis quasi rüberhangelt und sich dann auch überlegt, okay, wer bei uns im Unternehmen, wer ist denn verantwortlich? Und das sind dann meistens auch ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Abteilungen. Und dass man da eben ein Berichtswesen auch erstmal aufbaut. Und ich glaube, was auch super hilfreich ist für Unternehmen, die jetzt noch Zeit haben und die aber noch wenig Berührungspunkte haben, vielleicht einfach mal einen Trockendurchgang zu machen. Der Bericht muss ja dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch nicht veröffentlicht werden. Aber dann hat man schon mal ein Produkt, man sieht vielleicht auch, wo hakt es noch, wo sind die Herausforderungen. Und dann hat man auch noch Zeit, die Lücken, die eben noch da sind, zu schließen. Absolut, ja. Gerade den letzten Vorschlag, den du gebracht hast, finde ich total sinnvoll und hilfreich. Und wie du schon richtig angemerkt hast, das ist ja die perfekte Gelegenheit, um genau solche Stolperstellen dann schon zu identifizieren. Stichwort Stolperstellen und Herausforderungen. Harald, du bist ja in deiner Rolle bei MyClimate täglich mit vielen Unternehmen im Austausch und auch über dein Engagement in diversen Netzwerken da auch sehr dicht dran. Was oder worin siehst du aktuell die größten Herausforderungen für Unternehmen bei dem Thema? Es sind unterschiedliche, also wir bekommen einerseits unterschiedliche Rückmeldungen von den Unternehmen und wir kennen das natürlich auch mit. Ein Punkt ist oft so die interne Akzeptanz für das Thema. Also bei Mitarbeitenden, aber auch in Geschäftsleitungen will man es heute oft noch gar nicht so sehen. Das ist für mich eine der größten Hürden. Man scheut sich vor der Arbeit, die da auf einen zukommt und schiebt das einfach so ein bisschen vor sich her, weil man denkt, vielleicht geht es ja vorbei. Also das ist so, auf der Motivationsebene ist eine große Hürde. Dann inhaltlich gibt es Unsicherheiten wegen fehlender Daten oder generell wegen der Datenlage. Also wo finden, also Unternehmen stellen sich natürlich die Frage, wo kriege ich denn diese ganzen Daten her, an wen muss ich mich wenden, wo schreibe ich es dann am Ende rein und wie soll das alles aussehen. Also eine große inhaltliche Hürde ist da. Dann scheut man sich und dann hat man so, auch so ein bisschen Befürchtungen vor den Aufwänden. Also nicht jedes Unternehmen kann von heute auf morgen
Mitarbeitende für so ein Thema abstellen. Und das ist ja durchaus nicht ganz unaufwendig. Und eine weitere Hürde, die baut sich jetzt so langsam auf, das ist nämlich die Zeit, die vergeht. Weil je mehr Zeit man jetzt gerade verliert, umso enger wird es hinten raus, wenn die Frist abläuft. Also das wird heute vielleicht noch nicht so ganz gesehen, aber das kommt. Lena, kannst du dazu aus eurer Erfahrung, die ihr bei P3 damit schon gemacht habt, dazu noch was ergänzen? Ja, ich glaube gerade das Thema Datensammlung, Datentools, vor allem in größeren oder komplexen Unternehmen, wo eben auch mehrere Menschen an unterschiedlichen Standorten zusammen sich um die Datensammlung kümmern müssen, das bringt natürlich auch große Transaktionskosten mit sich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo Unternehmen sich gut tun, sich ordentlich aufzustellen. Auch weil man, wenn man zum Beispiel mit einer Software zusammenarbeitet oder mit irgendeinem Tool, das die Daten speichert, dann kann man das ja über die Jahre hinweg auch wieder und wieder anwenden und kann so zum Beispiel auch Verbesserungen in der Klimabilanz oder generelle Meilensteine, die eben jetzt auch zum CSRD-Umfang gehören, dort eben dann einfacher ablesen und Entwicklungen auch besser berichten später. Mhm. Ja, Datensammlung, genau. Du hast jetzt gerade angesprochen, ja auch ein wichtiges Thema für viele unserer TeilnehmerInnen, wie wir vorab erfahren haben. Kannst du dazu auch, Harald, Empfehlungen aus deiner Erfahrung im Carbon Accounting mit uns teilen? Also die erste Empfehlung ist immer, jetzt anzufangen. Mhm. Das werde ich heute wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gesagt haben, weil das echt ein wichtiges Thema ist, dass man erstmal anfängt. Man sollte vielleicht nicht zu sehr den hundertprozentigen Perfektionsanspruch an sich und an das Unternehmen erstmal stellen, sondern wichtig ist, sich jetzt auf den Weg zu machen und sich auch mit der Systematik von dieser Berichterstattungspflicht vertraut machen oder generell von Berichten, also auch mit einer CO2-Bilanz zum Beispiel vertraut machen, was ist dazu überhaupt notwendig. Dann kann man über diesen Weg dorthin gehen, Datenquellen schon mal zu identifizieren, also wo finde ich meine Daten? Man kann Ressourcen einplanen. Also ihr seht schon, das wiederholt sich so ein bisschen, was wir heute erzählen, aber das sind eben die wesentlichen Punkte, dass wir Daten brauchen und Ressourcen brauchen, um diese Daten irgendwie zu sammeln. Und nicht ganz unerheblich ist aber auch das Thema, die Mitarbeitenden frühzeitig mit ins Boot zu nehmen in den Unternehmen, aber auch Lieferanten und Partnerunternehmen, die davon betroffen sein könnten und von denen man eventuell auch Unterstützung braucht, um die Daten einzusammeln. Und als letztes fällt mir vielleicht noch ein, sich schon mal vertraut zu machen, welche Möglichkeiten in der Digitalisierung hat man denn, sich diesen Weg etwas einfacher zu machen? Also welche Tools gibt es? Wie kann man die in seinem Unternehmen so integrieren, dass man vielleicht auch Daten besser generieren kann? Ich glaube auch gerade die Stichwörter Datenqualität und auch Datendokumentation ist im Hinblick auf die Limited Assurance durch eine Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin auch nochmal extrem relevant. Denn es wird ja dann natürlich auch überprüft, sind es die richtigen Daten, sind die vollständig, ist das nachvollziehbar, sind die neutral. Und gerade wenn man bei der Sammlung da eben schon sorgfältig ist, erspart man sich dann vielleicht im Nachgang nochmal ein bisschen mehr Arbeit, wenn das eben dann für diese Limited Assurance nochmal aufbereitet werden muss. Also das ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, so der rote Faden, der sich durch unseren heutigen Austausch zieht. Vorbereitung ist die halbe Miete, ne? Also je besser man da aufgestellt ist, ja, desto machbarer wird das Ganze dann, ne? Auch wenn es doch recht komplex ist. Ja, Harald, du hast jetzt gerade schon Empfehlungen ausgesprochen. Wie kann denn zum Beispiel auch MyClimate in dem Prozess unterstützen? Na gut, also wir sind in dem Prozess der Berichterstattung können wir in einem Teilbereich ganz gut unterstützen. Also was wir eben gut können, ist CO2-Bilanzierung. Das ist unser tatsächliches Fachgebiet. Und wenn man jetzt mal darüber spricht, dass Unternehmen heute noch gar nichts, wenn Unternehmen heute noch gar nichts gemacht haben, also ganz am Anfang stehen und völlig orientierungslos sind, dann haben wir zum Beispiel auf unserer Website einen kostenfreien CO2-Rechner, mit dem man sich schon mal auf den Weg machen kann und eine CO2-Bilanz erstmal entwickeln kann und auch herausfinden kann, welche Daten werden denn überhaupt benötigt, um dann im Fortschritt das noch zu vertiefen. Darüber hinaus haben wir natürlich dann auch professionelle
CO2-Management-Systeme, mit denen wir dann arbeiten, mit unseren Kundinnen. Und das führt dann eben immer weiter in Richtung einer Strategieberatung. Wie kann sich ein Unternehmen generell aufstellen im Thema Klimaschutz, um das dann weiterzugeben in die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Danke dir. Ja, Lena, du hast ganz am Anfang schon uns erläutert, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt auch eins eurer Spezialgebiete ist, was ihr im Moment stark im Fokus habt. Deshalb bin ich natürlich total gespannt, auch zu erfahren, welche Unterstützungsmöglichkeiten ihr diesbezüglich bei P3 bietet. Ja, wir unterstützen ganz gern mit einem Baukastensystem, denn die Berichterstattung ist einfach sehr individuell und kann eben nicht wie eine Glocke gleich über jedes Unternehmen gestülpt werden. Mhm. Und wir wollen natürlich Unternehmen da auch passgenau unterstützen. Und deswegen haben wir eben dieses Baukastenprinzip entwickelt. Das sieht man jetzt auch auf der Folie. Und orientieren uns da eigentlich an der Herangehensweise, wie so ein Bericht erstellt wird. Und dann können eben Unternehmen rauspicken, in dem Bereich möchten wir und brauchen wir Unterstützung. Den Bereich können wir aber schon oder den möchten wir gern selbst machen. Und so können wir eben dann ganz individuell unterstützen und als Partner damit dabei sein. Der erste Schritt zum Beispiel ist die Konzeption, wo es auch so ein bisschen darum geht, wer ist für was verantwortlich, wie sehen die Rahmenbedingungen aus, wie ist der Zeitplan. Da haben wir eine Checkliste, die wir auch dann gern und gut mit Kunden immer durchgehen. Und das hilft dann auch im Nachgang, wenn man quasi am Anfang schon alle Rahmenbedingungen geklärt hat, dann hat man auch einen ganz klaren Fahrplan, wie es weitergehen soll. Der zweite Teil ist die Wesentlichkeitsanalyse. Das ist jetzt auch verpflichtend, vor allem durch die ESRS, diesen neuen Berichtsstandard. Und durch die Wesentlichkeitsanalyse können wir dann eben mit Unternehmen oder Organisationen gemeinsam rausfinden, welche Nachhaltigkeitsbelange spielen denn überhaupt eine Rolle? Welche sind wichtig und welche gehen den Unternehmen vielleicht überhaupt nichts an in der Branche oder in dem Land, in dem sie aktiv sind? Je nachdem, welche Themen dann eben bei dieser Analyse rauskommen, weiß man eben auch, welche Daten gesammelt werden müssen und dann eben auch zu Schritt 3 der Datensammlung, wo wir auch gern unterstützen. Dann hat man ja quasi das ganze Futter, das in den Bericht rein muss. Und dann geht es eben in den Bericht Texterstellung und zum Schluss auch noch, wenn gewünscht, in Layout, Design und auch Kommunikationsstrategie, wo wir auch intern mit ExpertInnen dann zusammenarbeiten, die eben diese Bereiche super gut umsetzen können. Und gerade bei CSRD merken wir jetzt auch, dass die Themen Sparing Partner, also gerade inhaltlicher Sparing Partner, auch sehr wertvoll ist für Unternehmen, die die Datensammlung zum Beispiel schon seit Jahren integriert haben. Da brauchen sie keine Unterstützung, aber eben vielleicht Unterstützung in dem inhaltlichen, theoretischen, was jetzt alles auf sie zukommt. Danke dir. Ja, wir haben es Ihnen versprochen, wir möchten auch noch Raum für Ihre ganz individuellen Fragen schaffen. Und genau dafür soll jetzt die Zeit sein. Eine der TeilnehmerInnen-Fragen, wie ich hier sehe, ist unter anderem, nimmt Bezug auf das, was du jetzt gerade erklärt hast, liebe Lena, und zwar die Wesentlichkeitsanalyse, mit der Bitte, das nochmal ein bisschen konkreter zu erläutern. Was können die TeilnehmerInnen darunter verstehen? Ja, die Wesentlichkeitsanalyse ist, wie gesagt, verpflichtend und wurde auch nochmal erweitert durch die CSRD. Grundsätzlich müssen Unternehmen zwei Perspektiven einnehmen, um eben rauszufinden, welches Thema ist denn für mich und unser Unternehmen wichtig. Denn nicht jedes Unternehmen muss sich zum Beispiel mit Luftverschmutzung auseinandersetzen. Das kommt dann eben auf die eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten an. Und zum einen gibt es eben die Impact-Materialität, also die Auswirkungen, die wird auch Inside-Out-Perspektive genannt. Dort betrachten eben Unternehmen von innen ihre Umgebung und sehen dann eben, welche Auswirkungen hat ihr Handeln auf Umwelt, Sozialaspekte oder auch Governance-Aspekte. Ein gutes Beispiel hier sind zum Beispiel Arbeitsbedingungen, auch Arbeitsbedingungen von Lieferanten, mit denen zusammengearbeitet wird. Denn die haben ja schlimmstenfalls negative Auswirkungen auf die Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten. Die Impact-Materialität, die wird schon häufiger verwendet von Unternehmen, auch wenn es noch gar nicht verpflichtend wird. Was jetzt aber neu dazu kommt, ist die andere Perspektive, die finanzielle Materialität. Hier wird die Betrachtungsweise um 180 Grad umgekehrt.
dann spricht man auch von der Outside-In-Perspektive. Also es wird geguckt, welche Nachhaltigkeitsbelange außerhalb vom Unternehmen haben künftig Risiken oder Chancen für unser Unternehmen. Ja. Und da ist ein gutes Beispiel, finde ich, die Ressourcenabhängigkeit oder die Arbeit mit Kernressourcen, denn viele Ressourcen werden knapper. Und das ist dann natürlich auch in erster Linie oder ist ein großes finanzielles Risiko, denn knapper werdende Ressourcen werden ja in der Regel auch teurer. Und da wird dann eben wird diskutiert, es wird gemessen, es wird geschaut, welche Themen gehen uns was an, welche nicht. Und je nachdem, was dann später rauskommt, dementsprechend gliedert sich dann darunter auch die Daten oder die kleineren Themen, die sich dann darunter befinden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt dann letztendlich die Wesentlichkeitsanalyse dafür, dass das nachhaltige Handeln und Wirken eines Unternehmens wirklich dann auch von allen Seiten durchleuchtet wird, oder? Genau, und es ist zwar Teil der Berichterstattung, aber natürlich kann sich daran dann oder wird sich zwangsweise auch die Strategie natürlich irgendwie orientieren und auch die Maßnahmen, die man daran ableitet, denn es nützt ja nichts, in Bereichen aktiv zu sein, in denen man vielleicht gar keine Auswirkungen hat. Mhm. Ja, verstehe ich total. Ja, eine weitere Frage der TeilnehmerInnen war auch, inwiefern sich die CSRD-Pflicht mit anderen Berichtspflichten kombinieren lässt. Lena, dann mache ich mit dir mal weiter. Kannst du dazu was sagen? Genau, also es gibt ja noch mehr Nachhaltigkeitsgesetze und Direktiven, die jetzt so langsam starten oder auch schon gestartet sind, beispielsweise auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das ja in Deutschland greift. Da wird es vielleicht auch noch ein europäisches Pendant geben, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die auch in den nächsten Jahren eventuell kommen wird und ganz groß im Bereich CSRD oder damit immer in Kontakt ist auch die Taxonomie, die auch für alle CSRD-Unternehmen gilt. Taxonomie und CSRD spiegeln sich ein bisschen, sie können auch im gleichen, also alles wird dann ein großer Bericht, aber man muss sich trotzdem nochmal extra mit der Taxonomie beispielsweise beschäftigen. Das kann nicht thematisch, inhaltlich nicht mit einem Wisch erledigt werden. Bei dem LKSG ist es so, da ist mein Kenntnisstand, dass sowohl die Deutschland als auch die EU da im Austausch stehen, dass man das eventuell bald verknüpfen kann. Das wird sich aber jetzt auch in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren erst herauskristallisieren. Bisher ist es so, unterschiedliche Adressaten haben diese zwei Gesetze ins Leben gerufen. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Arten, diesen dann ganz konkret nachzukommen. Danke dir. Eine weitere Frage, die ich hier stehen habe, nimmt auch nochmal Bezug auf den Punkt Datensammlung. Und zwar ist es ja so, dass bei der Datensammlung, wie du schon erwähnt hast, Harald, die CO2-Bilanz erforderlich ist. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist diese für alle drei Scopes zu erstellen, inklusive vor- und nachgelagerten Prozessen? Ja, die muss vollumfänglich erfolgen. CO2-Bilanzierung, also dort ist ja auch eine der Fallstricke, dass man dann spätestens bei der Scope-3-Datenerfassung über Lieferketten sprechen muss und oder Lieferketten befragen muss zu relevanten Daten, und dort wird es eben auch aufwendig dann, wo man wieder darauf hinweisen kann, okay, je früher man startet und je besser man sich darauf vorbereitet, umso besser ist das Ergebnis am Ende dann auch. Ne? Danke dir. Sehr gerne. Auch eine spannende Frage: Gibt es Empfehlungen zu Tools für die Datenerhebung als Basis für die Berichtspflicht? Lena, ja. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so konkreten Empfehlungen, weil das ja ganz viele unterschiedliche Unternehmen betrifft. Grundsätzlich merkt man jetzt einfach, es gibt schon sehr viele Tools. Es gibt Tools, die auch teilweise schon seit 10 Jahren irgendwie aktiv sind, schon vor CSRD. Es gibt Tools, die jetzt ganz neu noch dazukommen. Es ist ein sehr dynamisches Feld. Und vor allem gibt es Tools, die eben auch unterschiedliche Bereiche der Berichtserstellung abdecken. Also es gibt zum Beispiel ein Tool, das, mit dem kann man die Wesentlichkeitsanalyse machen und dann aber eben nur die Wesentlichkeitsanalyse. Und genauso gibt es eben Tools, die sich nur um die Datensammlung kümmern. Ich glaube, da muss man, wenn man vielleicht im ersten Schritt verstanden hat, okay, was kommt auf uns zu, was macht man, dass man dann vielleicht versteht, was braucht man. Und dann kann man, glaube ich, auch gut mit den einzelnen Herstellern in Kontakt treten und sich austauschen, um so eben das richtige Tool für sich zu finden. Mhm.
Was ich auch spannend fand, passt eigentlich ganz gut auch in dem Zusammenhang, war die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen wirklich noch so gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatte und gerade beim Thema Regulatorik, Gesetzgebung, ne, das ist auch ein Thema, was auch erstmal schnell einschüchtern wirken kann. Habt ihr auch dazu vielleicht Tipps oder Empfehlungen, wie man das so ein bisschen für sich brechen kann und ja, da also den, einfach den Mut nimmt oder auffassen kann, da wirklich in die konkrete Auseinandersetzung zu gehen oder sich das auch zu erleichtern? Harald, da, die Frage würde ich mal an dich stellen. Ich steig mal ein und du kannst ja dann gerne übernehmen, wo es geht. Also ich denke, dass es gut ist, sich erstmal, also ganz zu Anfang, ein Bild zu machen, wo steht man denn überhaupt? Also da heißt, und da kommen wir dann so in diese Richtung dieser Wesentlichkeitsanalyse dann im Endeffekt, aber es ist zumindest am Anfang wichtig, erstmal zu wissen, was ist alles gefordert und was kann ich derzeit liefern. Dann komme ich mal ganz schnell zu der Detektivarbeit und löse das auch auf, welche Lücken denn überhaupt vorhanden sind. Und das in einer konzentrierten Form zu machen, ist mein Einsteigertipp eigentlich, zu sagen, okay, hinsetzen, zum Beispiel einen Workshop gestalten, in dem man mal alle relevanten Stakeholder des Unternehmens an einen Tisch bringt und dann abfragt, welche Daten sind denn vorhanden. Also gibt es ein einfaches Beispiel, gibt es eine CO2-Bilanz, ja oder nein? Wenn nein, was müssen wir dann tun? Das Zweite ist, haben wir eine Wesentlichkeitsanalyse schon mal uns angeguckt? Ja, nein. Also, dass man sich dem Thema einfach wirklich sehr pragmatisch so nähert, indem man guckt, was hat man und was braucht man auf der anderen Seite. Das sind wie. Ja, kann ich absolut unterstreichen. Und ich glaube, was auch, also als ersten Tipp würde ich einfach mal geben, einfach mal anfangen. Weil ich glaube, es ist sehr abstrakt, es ist ein Riesenberg, es ist sehr verschachtelt. Wenn man einfach mal an einen Punkt ansetzt, wie zum Beispiel der Bilanz oder zum Beispiel es gibt auch den Teil General Requirements, das sind allgemeine Angaben zum Unternehmen, die muss jedes Unternehmen veröffentlichen. Da geht es viel um die Strategie, um Risiken, um Chancen, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Einfach mal anfangen und sich einem Teil widmen, weil dann merkt man auch, dass dieser große Berg eigentlich vielleicht ein paar kleine Hügel sind. Und das macht es dann auch ein bisschen einfacher, wenn man merkt, man kann diese Etappen nach und nach abarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, wo man einfach mal anfangen kann. Und dann genau das Zweite ist ja auch, die CSRD ist ja auch ein Gesetz, das für mehr Transparenz sorgen soll. Und deswegen ist es auch so, dass eigentlich alles, was man braucht oder ganz viele Informationen, sind ja auch transparent einsehbar. Die EFRAG, die diesen Standard entwickelt hat, die hat für jedes Kriterium auch nochmal ein extra Dokument erstellt. Und das ist zwar bestes Juristenenglisch, das vielleicht manchmal ein bisschen komplex ist oder kompliziert, sich da durchzuarbeiten, aber an sich steht da schon ganz viel drin, was einem hilft und was einem genau sagt, das brauche ich und das muss ich so und so veröffentlichen. Eine Frage, die mir jetzt noch kommt, da musste ich gerade dran denken, ne, während ich dir zugehört habe, das war ein Punkt, den du relativ zu Beginn angesprochen hast, Harald. Und zwar, dass ebenfalls ja auch für viele Unternehmen auch schon eine Herausforderung sein kann, quasi teamintern, ne, die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Berichtspflicht auch zu folgen und diese für sich selber umzusetzen. Am Ende, ne, die Kommunikation schon ein Stolperstein sein kann. Habt ihr auch diesbezüglich vielleicht hilfreiche Tipps, wie man ja am Ende diese Kommunikation am besten gestalten kann, um diese wichtige Botschaft auch intern rüberzubringen und für die nötige Motivation zu sorgen? Da würde ich ehrlich gesagt ganz praktisch auch an so Workshop-Modells anknüpfen und wird aber auch tatsächlich diesen Wissenstransfer und die Kommunikation nicht unterschätzen. Denn gerade Nachhaltigkeit ist ein Thema, da wird ganz viel Halbwissen rum. Jeder hat dazu auch eine Meinung. Und ich glaube, es macht generell die Arbeit im Nachhaltigkeitsbereich einfacher, wenn Teams und ein Unternehmen, wenn es ein gemeinsames Verständnis gibt und auch ein gemeinsames Wissen zu bestimmten Dingen. Und darauf baut sich ja dann vielleicht auch eine gemeinsame Strategie auf, die jeder versteht und eine gemeinsame Vision, wie ein Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann.
Also ich glaube, dieser Wissenstransfer und dass jeder denselben oder ähnlichen Wissensstand hat, das sehe ich als sehr wichtig an. Bin ich total bei dir, auf jeden Fall. Kann ich vielleicht auch nochmal ergänzen, auch in eigener Sache. Ich habe eingangs erwähnt, wir arbeiten ja in drei Bereichen. Also das ist einmal die Beratung, einmal die Klimaschutzprojekte. Wir haben aber auch einen ganz großen Bereich, der sich mit Klimabildung auseinandersetzt. Und dort ist ein Spezialgebiet eben Wissenstransfer. Das kann ganz niederschwellig sein, von was bedeutet Klimawandel eigentlich, was hat es für Auswirkungen auf uns heute und morgen, bis hin zu, wie muss ich ein Unternehmen darauf einstellen. Also das können wir in ausgeklügelten Formaten und Workshops sehr, sehr gut vermitteln. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Wenn also Unternehmen wirklich vor dieser Aufgabe stehen, dort erstmal reinzugehen und die Mitarbeitenden abzuholen. Das kann spielerisch sein, das kann aber auch in tatsächlich lehrreichen Formen dann erfolgen. Ich sehe hier gerade noch eine Frage, die sich ja am Ende auch genau an das anschließt, was du gerade oder zu Beginn auch gesagt hast, Harald. Und zwar, wir haben jetzt gerade schon gesagt, Kommunikation ist da in dem Zusammenhang auch ein großes Thema, aber auch der Punkt Ressourcen, den hattet ihr ja auch beide immer wieder erwähnt. Daher die Frage, was bzw. welche Aufgaben kann ein Unternehmen mit knappen internen Ressourcen überhaupt sinnvoll an externe Berater auslagern? Wie ist die typische Verteilung bzw. das Verhältnis von internem zu externem Aufwand? Finde ich eine spannende Frage. Lena, magst du dazu? Auch, ja, auch wieder eine Frage, wo es super schwer ist, eine pauschal gültige Antwort zu geben. Ich glaube, das kommt auch wieder sehr aufs Unternehmen drauf an, auch wenn es knappe Ressourcen sind, auch auf die Frage, wie umfangreich möchte man das dann später noch ausgestalten oder auch wie hoch ist die Motivation, wie selbstsicher ist man das schon, das irgendwie komplett selbst in die Hand zu nehmen. Grundsätzlich haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass es davon wir helfen nur in einem bestimmten Teil oder wir helfen nur als Sparing-Partner oder nur im Bereich Projektmanagement und Organisation bis zu das Unternehmen agiert nur auf Zuruf und wir erstellen den kompletten Bericht von der Konzeption bis zum späteren Layout und wir integrieren das Unternehmen natürlich mit ein, denn die Daten und auch die Fachabteilung vor allem, das sind ja die ExpertInnen, die das Unternehmen am besten kennen. Aber wir machen eben wirklich den Rest. Ich möchte da jetzt auch keine Antwort oder keine Empfehlung geben, aber man kann ja auch erstmal in den ersten Austausch gehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch mit uns in Kontakt treten und dann vielleicht auch gemeinsam gucken, okay, was können wir empfehlen, was macht Sinn. Viele, oder ich kenne jetzt auch Unternehmen, die zum Beispiel auch ganz viel Wert auf Sprache und Kommunikation legen. Und dann ist natürlich der Bereich Texterstellung ganz klar wieder im Unternehmen selbst. Denn sie können am besten formulieren, wie sie formulieren möchten. Andere Unternehmen sagen, sie möchten da jetzt nicht ihre Marketingabteilung mit zusätzlich belasten oder einspannen. Und dann orientieren wir uns an der Sprache, die schon verwendet wird, und übernehmen den Teil. Ja. Da bin ich, also genau, ich sehe das genauso wie du. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das gerade, ne, das haben wir heute auch oft erwähnt, dass es ja auch total individuell ist. Ne? Und ich würde auch meinen, allein unter dem Aspekt ist es super schwierig, wie du schon gesagt hast, da so eine pauschale Aussage zu treffen. Ja, was auch hilft, ist, wenn, also wir haben ja auch diesen Baukasten, der ist ja auch, zeitlich baut der ja aufeinander auf und viele Unternehmen testen das dann auch erstmal auf, sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie erstmal die Wesentlichkeitsanalyse machen, das Konzept, dann ist das ein Projekt, dann machen wir das und dann kann man von dort aus auch weitergehen. Also das ist ja extra so individuell, dass man auch zeitlich gesehen nach und nach darauf aufbauen und anknüpfen kann. Harald, magst du dazu noch was ergänzen? Sonst ja, ich kann mich auch da sehr anschließen. Ja. Also man kann das so pauschal nicht beantworten, weil jedes Unternehmen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt. Deswegen ist es einfach wichtig, so eine Ist-Analyse zu machen und auch festzustellen, was ist denn erforderlich. Und dann kann man darauf aufbauend einen Plan erstellen. Und das Unternehmen kann sich einzelne Bausteine rauspicken, so wie die eigenen Ressourcen dementsprechend einfach.
Dann würde ich an der Stelle genau gerne mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar, das finde ich auch einen spannenden Punkt, wie wir denn mit der CSRD so global aufgestellt sind. Also konkret möchte hier ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin wissen, ob wir mit der CSRD in Europa Frontrunner sind und damit ja letztendlich den Rest der Welt eigentlich hinter uns lassen oder und haben wir dann dadurch überhaupt einen Wettbewerbsvorteil? Finde ich eine spannende Frage. Harald, du schaust mich schon so an. Ich habe noch gar keine klare Antwort darauf. Also ich sehe es so, also man kann es aus der Brille betrachten, dass man hier einen Aufwand betreibt, der einen vielleicht vermeintlich erstmal auf die zweite Startposition versetzt, weil andere das vielleicht nicht machen. Grundsätzlich sehe ich das Thema aber so ganz anders. Ich sehe das eben so, dass wir uns nicht, also wir können gar nicht anders, als unsere Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Und das heißt, Unternehmen müssen auf der einen Seite klimaschonend handeln und agieren in der Zukunft, aber auch ressourcenschonend und in Kreisläufen denkend und eben dann hin zu diesen, um die gesamte Nachhaltigkeit zu betrachten. Wenn das Unternehmen heute nicht tun, dann haben die langfristig keine Überlebenschance. Und da spielt erstmal diese Anschlussfähigkeit, wie es in der Frage gestellt wurde, für mich eine zweitrangige Rolle. Das kann sein, dass wir jetzt die Frontrunner sind. Das kann aber auch, also das heißt aber dann auch, dass Unternehmen sich, weil sie sich eben so in der Tiefe mit dem Thema und mit den Risiken vor allem beschäftigt haben und sich auf Risiken eingestellt haben, zukunftsfähig gemacht werden dadurch. Ja. Ja, also ich würde die, also Wettbewerbsfähigkeit würde ich mit einem absoluten Ja beantworten. Mhm. Auch aus dem Hintergrund, dass ich aber natürlich im Nachhaltigkeitsbereich arbeite und ich der festen Überzeugung bin, Unternehmen, die nicht nachhaltig sind in Zukunft, sind nicht zukunftsfähig und die werden vor noch größeren Herausforderungen stehen als eben die, die sich jetzt diesen Nachhaltigkeitsherausforderungen widmen. Und ich würde CSRD auch nicht nur unter dieser europäischen Linse betrachten, denn ganz viele Unternehmen sind zwar in Europa ansässig, aber die heutigen Wertschöpfungsketten sind global. Mhm. Und die CSRD wird spätestens ab 2028 ja dann auch für größere internationale, nicht europäische Unternehmen gelten, die aber eben in Europa eben viel Umsatz machen. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr auf Europa beschränken. Wenn man da jetzt noch den Schritt zurückgeht, müsste man vielleicht nicht über die CSRD, sondern eher über den European Green Deal diskutieren, denn das ist ja eine Konsequenz daraus, dass die EU sich die Klimaziele bis 2030 und 2055 gesetzt hat. Und dann ist vielleicht eher die Frage, sind diese Ziele Frontrunner? Oder reichen sie eben nicht aus für eine nachhaltige Zukunft? Mhm. Ja, finde ich einen super spannenden Punkt. Fand es jetzt auch sehr spannend, da auch eure Ausführungen zuzuhören. Ich denke mir dabei, dass allein der Umstand, dass jetzt eine Berichtspflicht wie die CSRD auch durchgesetzt wurde, würde ich jetzt, oder so interpretiere ich das, dass das allein ja auch schon ein starkes Zeichen ist, dass Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Bereich zukünftig einfach, wie du auch gesagt hast, unumgänglich sein wird, ne? Und von allen Seiten, auch von KonsumentInnenseiten, ne, natürlich auch ein immer größeres Thema wird. Also so oder so, man kommt nicht drum rum. Ja, weil ich kann ja vielleicht nochmal dazu ergänzen. Wir haben ja unterschiedliche Bewegungsrichtungen. Wir haben, du hast es gerade erwähnt, KonsumentInnen, die auf Unternehmen oder an Unternehmen zukünftig andere Herausforderungen oder andere Anforderungen stellen werden. Wir haben einen Klimawandel, der voranschreitet, und wir haben einen Klimawandel, wo wir jetzt noch in einem Zeitfenster sind, dass wir was tun können, weltweit. Also es sind also auch die heute sich noch nicht bewegen, es sind alle aufgefordert, daran mitzuarbeiten, weil sonst die generelle Wettbewerbsfähigkeit von allen Unternehmen auf dem Spiel steht. Und um das nach vorne zu bringen, brauchen wir auch politische Regulatorik. Und insofern begrüße ich schon eine verschärfte Berichtspflicht, um uns alle darauf vorzubereiten, was wir eigentlich sowieso tun müssten. Also das stellt man in vielen Bereichen fest, dass eben ohne die Regulatorik nicht genug Energie in Themen reinfließt. Und das an dem Punkt stehen wir jetzt gerade. Und diese Berichtspflicht ist ja nur auf der einen Seite eine Pflicht
und auf der anderen Seite aber auch eine Chance. Man muss es halt auch ein bisschen als Chance begreifen, sein eigenes Unternehmen mal mit einer anderen Brille anzugucken und tatsächlich hinsichtlich zukünftiger Risiken mal ernsthaft zu prüfen, ob man noch richtig aufgestellt ist. Also das kann auch ganz andere Fragen beantworten, die man sowieso beantworten müsste, wenn man in der Zukunft noch wirtschaften will. Absolut, ja. Lena, magst du dazu noch was ergänzen? Nee, das kann ich absolut unterstreichen. Mhm. Also ich weiß, es ist sehr herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen ein unbequemes Thema, aber Veränderung ist ja immer unbequem und es ist einfach eine Riesenchance. Mhm. Ja, dann, ich habe hier noch ein paar Fragen auf meiner Liste stehen. Allerdings mit Blick auf die Zeit muss ich auch feststellen, dass wir uns so langsam dem Ende der heutigen Veranstaltung nähern. Ich weiß, eine Stunde geht immer schnell vorbei und es ist ein total großes Thema. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch aber gerne beiden noch die Frage stellen, mit welchen drei Kernbotschaften ihr denn unsere TeilnehmerInnen heute und auch für ihre zukünftige Reise, was das Thema betrifft, entlassen möchtet. Lena, ich fange mal mit dir an. Ja, sehr gern. Die erste Kernbotschaft ist wahrscheinlich auch deine, Harald. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Kernbotschaft wahrscheinlich gewesen von dieser Stunde, nämlich Zeit nutzen, jetzt anfangen, sich ordentlich darauf vorzubereiten und da auch nochmal einfach dieses einfach mal anfangen, weil dann wird es einfach leichter. Und als zweites sehe ich auf jeden Fall das Thema ja, Embrace the Unknown. Es ist ein neues Thema und es ist für alle neu und es macht es für alle sehr kompliziert, aber dadurch sitzt man ja irgendwie auch zusammen in einem Boot und ich glaube, dass es einfach auch hilft, dass man akzeptiert, dass es noch viele Fragezeichen gibt und dass diese Fragezeichen auch noch eine Weile da sein werden und dass sie aber für alle da sind. Das Thema ist noch nicht nied- und nagelfest, da wird sich bestimmt auch noch ein bisschen was tun. Da einfach flexibel bleiben und informiert bleiben vor allem auch, dass man dann reagieren kann und sich anpassen. Und ich glaube, die dritte Kernbotschaft, die wäre so ein bisschen abstrakter, aber das hatten wir ja gerade auch schon angerissen. Das Thema wirkt jetzt vielleicht auch sehr theoretisch, sehr bürokratisch und sehr komplex, aber dahinter steht ja eine total wertvolle Arbeit, die auch sehr motivierend sein kann und die einem selbst oder auch einem Team und auch einem ganzen Unternehmen auch unheimlich viel geben kann, nämlich Nachhaltigkeitsarbeit, die dazu führt, dass Unternehmen und Wirtschaftsaktivitäten einen positiven oder positiveren Impact oder zumindest einen weniger negativen Impact auf Planeten und Mensch haben. Und das ist ja eigentlich was total Schönes, was Spaß machen kann und was ja, jeden hoffentlich motiviert, in dem Bereich oder sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Danke dir. Harald, was ist dir wichtig? Das ist sehr schön. Mir ist wichtig, nochmal zu sagen, dass diese Aufgaben zwar auf der einen Seite komplex erscheinen und auch teilweise komplex sind, aber sie sind lösbar, das sollte man einfach mitnehmen. Und man muss das auch nicht alleine durchstehen, also es gibt genug Unterstützung und Beratung, die man sich holen kann. Und auch genug, es ist auch genug Wissen da, um das zu machen, man muss sich nur auf den Weg machen. Die zweite ist sehr viel wichtigere Botschaft, die zahlt jetzt auch auf schon Gesagtes ein nochmal. Also man macht sein Unternehmen stark und zukunftssicher, wenn man heute Nachhaltigkeit und Klimaschutz ernsthaft in die Strategie eines Unternehmens, also in die DNA eines Unternehmens einbaut. Dabei unterstützt dieser ganze Weg einfach. Und ja, man kann es nicht oft genug wiederholen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Absolut, ja, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich fand, das war ein sehr informativer, ein sehr spannender Austausch. Ich fand, das waren jetzt auch nochmal sehr schöne Kernbotschaften, von denen man viel mitnehmen kann. Genau, damit kommen wir jetzt tatsächlich zum finalen Ende und ich hoffe, dass für Sie diese heutige Veranstaltung genauso informativ und lehrreich war wie für mich. Ich habe es bereits gesagt, nicht alle Fragen konnten im heutigen Rahmen beantwortet werden. Nutzen Sie diese offen gebliebenen Fragen aber doch gerne, um sich mit Lena als auch mit Harald zu vernetzen und auch ja, über diese Veranstaltung hinaus noch in den Kontakt und Austausch zu treten.
Und dazu direkt mal die Frage, über welche Kanäle kann man euch am besten erreichen, Lena? Also gerne einfach anrufen oder über Mail. Ich glaube ja auch, wenn wir noch so ein FAQ-Dokument im Anschluss machen, können wir da ja auch gut und gerne unsere Kontakte mit beifügen. Dann hat man die auch und kann direkt mit uns in Kontakt treten. Genau, das, ja, Harald, erstmal mache ich mal noch mit dir weiter. Genau, was sind für dich die besten Kanäle? Ja, also da kann man sich ja nur anschließen. Ne? Ich weiß, dass wir im Nachgang, wir haben dieses Format ja jetzt aufgezeichnet. Wir werden an die Teilnehmenden einen Link verschicken mit dieser Aufzeichnung, sodass man eben nochmal reinhören kann oder auch gerne weiterverteilen kann. Wir werden so ein Frage- und Antwort-Dokument erstellen, um die Fragen nochmal explizit zu beantworten. Also auch wenn jetzt noch Fragen nachkommen, werden wir die dann sicher im Nachgang beantworten und dann sind auch natürlich unsere Kontaktdaten mit dabei. Super. Mhm. Ja, Sie haben es gerade gehört, Ihnen wird also auch im Anschluss an diese Veranstaltung noch viel Informationsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Und gerade in Bezug auf das FAQ-Dokument nutzen Sie die Gelegenheit. Sie haben hier die Möglichkeit, jetzt sogar noch im Nachgang kostenfrei von der Expertise und dem Know-how unserer beiden ExpertInnen zu profitieren. Also genau, haben Sie keine Scheu. Bombardieren Sie Harald und Lena mit Fragen und genau, wir alle können nur davon lernen und schlauer diese Reise antreten. Ja, damit würde ich gerne zum Abschluss kommen. Wir freuen uns total, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und vor allen Dingen auch so rege an dem heutigen Austausch beteiligt haben. Auch das hat uns nochmal gezeigt, wie wichtig Ihnen auch das Thema ist. Und freue mich auch total, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank auch nochmal an euch. Und genau, ganz wichtig noch, das sollte nicht vergessen werden. Ich habe zu Beginn bereits gesagt, dass dieses Veranstaltungsformat ein wiederkehrendes ist. Und damit die Frage an dich, Harald, wann findet denn der nächste Cloud Talk statt? Ja, sozusagen ist ja nach dem Cloud Talk vor dem Cloud Talk, ne? wie im Sport. Unser nächster Cloud Talk wird von unseren Kolleginnen in Zürich veranstaltet am 30. Mai. Und das wird ein anderes Format haben, als wir das hier haben. Heute waren wir ja nur online gestreamt und saßen hier zu dritt auf der Couch. Am 30. Mai wird es ein Hybrid-Event werden. Man kann sich also anmelden und in Präsenz in unserer Zentrale in Zürich an dem Event teilnehmen oder eben dann wieder sich online zuschalten. Ich muss jetzt mal spicken, weil das kann mir immer nicht merken. Die Anmeldung wäre unter www.myclimate.de/cloudtalk dann zu finden. Anmelden, vorbeikommen oder online zuschauen. Und ich bin mir sicher, das werdet ihr ja bestimmt auch nochmal über die MyClimate LinkedIn-Seite auch kommunizieren. Ne? Ach so, das Thema kann ich vielleicht auch schon mal verraten. Das habe ich jetzt ganz kurz überlesen. Das Thema lautet, oder die Überschrift lautet, Klimaschutz aktuell, Maßnahmen und Strategien für Unternehmen. Also es ist ein bisschen weiterer Bogen, dreht sich mehr um den unternehmerischen Klimaschutz, wird aber mit Sicherheit mega spannend werden wieder. Das glaube ich auch. Auch total schön, dass das sogar auch in Präsenz stattfindet, ne? Und TeilnehmerInnen da sogar die Möglichkeit haben, entweder vor Ort oder auch online dabei zu sein. Super. Ja, vielen Dank, Harald. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und natürlich freuen wir uns auch, Sie dort wieder zu sehen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Damit kommen wir zum Abschluss.